Petra Kammer-Evert, 2,5 Minuten, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, über die Stärkung von Verbraucherrechten im digitalen Binnenmarkt kann man nicht reden, ohne über Netzneutralität und die Zulassung von Spezialdiensten gleichzeitig zu diskutieren. Ich finde es schon bemerkenswert, mit welcher Dreistigkeit Telekommunikationsfirmen und Kabelnetzbetreiber es fertigbringen, Netzneutralität und ein offenes Internet vermeintlich zu unterstützen, aber gleichzeitig die weitherzige Zulassung von Spezialdiensten fordern. Die Argumentation läuft stets gleich. Sie betonen, dass Sie den geforderten Netzausbau gern vorantreiben wollen, verlangen aber die Kompensation über Spezialdienste, indem Sie Angebote des offenen Internets dann exklusiv bündeln, diese priorisiert weiterleiten und sich von Anbietern und Kunden teuer dafür bezahlen lassen. Der Ausbau der Netze ließe sich sonst nicht finanzieren. Wenn wir das zulassen, erkaufen wir uns schnelles Internet um den Preis der Netzneutralität und grundlegender Freiheitsrechte. Als Abgeordnete sind wir dazu verpflichtet, die Informations- und Kommunikationsfreiheit zu schützen. Damit sind wir vor allem einem offenen Internet verpflichtet. Eine enge Definition der Spezialdienste und deren strikte Begrenzung, wie vom Parlament im April bereits beschlossen, ist unerlässlich, will man die Offenheit des Internets nicht untergraben. Weder der Staat noch wir als Parlamentarier und am allerwenigsten ein privates Unternehmen haben hierüber zu entscheiden, welche legalen Inhalte beim Endkunden ankommen und welche nicht. Der Erhalt des offenen und freien Internets ist Grundvoraussetzung für die Sicherung von gesellschaftlicher Teilhabe, von Meinungsvielfalt, Innovation und fairem Wettbewerb. Diese Werte müssen im Zentrum einer jeglichen digitalen Agenda stehen. Diese Ziele dürfen wir uns auch nicht durch besondere Vertragsabsprachen unterlaufen. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, Vertragsbeziehungen wie Comcast, Netflix oder Spotify, Telekom auch noch den Weg zu ebnen. Das Mindeste, was wir aus dem Fall Google gelernt haben, sollte doch sein, dass wir Fehlentwicklungen korrigieren, bevor sie entstehen. Es wäre geradezu fahrlässig, neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen, um dann später erstaunt festzustellen, dass sie Marktverzerrungen hervorrufen. Dann aber wird es zu spät sein. Bei der Diskussion um Netzneutralität geht es nicht nur um Grundfreiheiten, sondern auch darum, dauerhaft faire Wettbewerbschancen sicherzustellen, um die Chancen der digitalen Entwicklung zu nutzen. Die gesetzliche Absicherung der Netzneutralität ist keine linke Spinnerei, sondern eine Notwendigkeit in gesellschaftspolitischer wie in ökonomischer Hinsicht. Danke schön.